Wir haben eine Auslastung am Uniklinikum und an den umliegenden Häusern von nahe 100%. Das wechselt von Tag zu Tag ein bisschen, aber wir haben alle Kapazitäten, die betreibbar sind, momentan ausgelastet. Vor einem Jahr haben wir viele Patienten verlegen können. Das waren über 180 Intensivpatienten, die mein Stab verlegt hat. Momentan sind die Verlegungsoptionen innerhalb des Zweckverbandes ausgereizt, innerhalb von Bayern auch fast ausgereizt. Und wir sind eigentlich jetzt ganz froh, dass das sogenannte Kleeblatt von der Staatskanzlei eröffnet wurde, wo wir bundesweite Verlegungen umsetzen können. Leider nur 6 Patienten, sodass uns das jetzt allenfalls eine halbe Woche Atempause verschaffen wird. Der Impfstatus der Patienten, insbesondere auf den Intensivstationen, ist überwiegend ungeimpft. Das heißt, wir haben schon auch geimpfte Patienten. Allerdings sind das solche, bei denen die Impfung nicht angeschlagen hat, die zusätzliche Nebenerkrankungen haben, die vielleicht unter einer Therapie standen, die einfach die Impfung nicht so effektiv gemacht hat. Was aber nicht bedeuten darf, dass irgendjemand eine Ausrede hätte, sich nicht impfen zu lassen. Es gibt eigentlich keine Ausrede für keinen. Gerade für die chronischen Patienten muss man ganz klar sagen, es gibt keine Ausrede. Die Behandlung von Notfällen beim schweren Unfall, Herzinfarkt, ist gesichert. Das ist uns ganz wichtig, dass wir diese Notfallversorgung aufrechterhalten. Das, was jetzt eingeschränkt wird, sind die planbaren, aufschiebbaren Eingriffe. Und dadurch, dass die aufgeschoben werden, schwabenweit, schaffen wir die Luft, um die Notfälle und die Corona-Patienten beiderseits zu therapieren. Jeder von Ihnen, ich habe das auch gemacht, sollte eine Patientenverfügung haben. Und zusammen mit der Augsburger ambulanten Palliativversorgung haben wir schon in der ersten Welle zusammen über die Möglichkeit von Patientenverfügung geredet. Auf deren Homepage ist die auch verfügbar. So sollte jeder festlegen, bevor irgendein Fall eintritt, ob er noch überhaupt ins Krankenhaus möchte, ob er, wenn er im Krankenhaus ist, eine Intensivtherapie möchte, wenn er auf der Intensivtherapie ist, noch eine Beatmung möchte. Triage ist eigentlich ein Begriff aus der Militärmedizin. Da geht es nicht mehr um ein individuelles Prinzip, sondern dass das Beste für die meisten erreicht wird. Und Triage würde konkret bedeuten, Aktivierung, wenn keine Verlegungen mehr möglich sind, wenn Behandlungskapazitäten, Personal fehlt, dann würden wir im Einvernehmen mit der Stadt das Triage-Protokoll starten. Bedeutet dann, dass man sich alle Intensivpatienten anschaut, deren Behandlungserfolgsaussichten anschaut und danach entscheidet, wer den besten Behandlungserfolg verspricht, den würde man an einem Beatmungsgerät lassen. Diejenigen, die halt dann, wo eigentlich eine hoffnungslose Situation da ist, die man unter individualmedizinischen Gesichtspunkten natürlich noch weiter behandeln würde, die aber ohnehin hoffnungslos sind, bei diesen Patienten würde man ohne Ansehen irgendeines Statuses, also insbesondere Impfstatus ist da kein Entscheidungskriterium, es ist kein Entscheidungskriterium Herkunft, Rasse oder auch Behindertenstatus, das sind alles, und Alter ist auch kein Entscheidungskriterium, sondern der Erfolgsaussicht dieser Patienten, und da wird eine Rangliste zwischen allen Intensivpatienten gemacht, und die hoffnungslosen Fälle müssten dann an die neu hinzugekommenen mit einem zu erwartenden hoffnungsvollen Verlauf dann das Beatmungsgerät freimachen.